Ey, das sieht aber toll aus. Findest du toll? Das, ja, also weißt du warum? Ich mag ja sowieso Uhren. Ich mag diese großen alten. Ja. Das da ist allerdings keine normale Uhr. Das ist zwar irgendwas zum Messen, weil das hat mal mit Wind zu tun, ne? Yep. Ja. Aber es sieht einfach schön aus. Ja. Bitte schön, die Herrschaften. Und jede Menge Erklärungen dabei. Mhm. Hallo. Ein wunderschönen guten Tag. Ich würde erstmal den Part übernehmen, alle vorzustellen. Das ist Sven Deutschmannig. Hallo. Wie darf ich euch vorstellen? Ich bin die Daniela. Daniela. Der Norman. 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 Norman, ja. Gut, wunderbar. Dann erstmal ein bisschen was über euch beiden. Wie steht ihr zueinander? Wir sind seit 27 Jahren verheiratet. Gratulation. Schon 30 Jahre. 30 Jahre kennt ihr euch schon. Ja. Ganz kurz, beruflich seid ihr wie unterwegs? Ich bin bei der Justiz. Ui, was machst du da? Justizangestellte. Was macht die? Ich habe eine Geschäftsstelle, das heißt, ich betreue die Verfahren von Anfang bis Ende. Ja. Also die Richterin entscheidet, aber ich lege die Akten an, ich lege es der Richterin vor. Du hast aber auch schon viele Dramen erlebt, ne? Ja, teilweise schon. Und du machst was? Ich bin technischer Angestellter beim Bauamt. Ich fertige Zeichnungen an, ja, in 3D, AutoCAD. Mhm. Das hilft mir bei meinem Hobby. Ja, so welches Hobby hast du? Ich baue historische Flugapparate von Otto Lilienthal. Du baust, aber jetzt nicht in 1:1? 1:1 flugfähig. Ach, hör auf. Es gibt nur 3 Stück weltweit und davon habe ich 2 gebaut. Nein. Ja. Ich kenne alle Macken von diesen Apparaten und ich war... Bist du selber auch geflogen damit? Nee? Ja, vielleicht ein Hupfer. Ja, Wahnsinn. Und das Teil hast du dann wahrscheinlich mal gekauft, gefunden, geschenkt bekommen? Ich habe es im Tausch für einen Lilienthal-Gleiter bekommen. Also befreundeter Arzt. Den hat er auf einer Auktion ersteigert und hat mir dann gegeben im Tausch für einen Lilienthal-Gleiter. Also Anzahlung. Sag mal, ihr seid ein hochinteressantes Pärchen. Es ist unglaublich schade, dass wir hier so wenig Zeit haben. Sven, ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass der junge Mann links von mir sowieso schon fast alles weiß. Aber das denke ich mal. Wer so eine kleine gebundene Ausgabe mitbringt, hat sich hier mit diesem Windmesser, einem sogenannten Anemometer, auseinandergesetzt. Und das ist ein sehr alter Windmesser. Und da gibt es die Firma Füss aus Berlin-Steglitz. Die hat sich 1865 schon gegründet. Die haben aber nicht nur solche Messinstrumente für meteorologische Sachen gemacht, sondern auch Mikroskope und sowas alles gebaut. So, und hier hast du jetzt, wie gesagt, für mich ist das so ein kleiner Taschenwindmesser. Aufbau ist wie folgt, man hat hier oben diese Schalenkreuzschale, ne? Da wird, glaube ich, der Staudruck gemessen, also wo der Wind reingreift. Dann wird das Ganze nach unten übertragen auf eine Welle und geht dann hier in diese Mechanik rein. Und da sehen wir dann einmal auf dem Zifferblatt nochmal die Firma Füss in Berlin-Steglitz. Und dann hast du hier eine Skala, die geht von 0 bis 100 und da steht Meter. Also einmal rum sind genau 100 Meter. Und da wird die Windstärke oder die Windgeschwindigkeit, so muss man es ja sagen, die wird in Meter pro Sekunde gerechnet, ne? Und dann hast du hier die ganzen anderen Skalen. Wofür sind die denn da? Was denkt ihr denn? Ich habe das Gerät einmal aufgemacht und es ist alles 10:1 untersetzt. Ja. Immer 10:1 untersetzt. Und es misst 10.000 Kilometer Wind. Also das an Strecke. Ja, so muss man einfach sehen. Weil du hast nämlich auch die Möglichkeit gehabt, jetzt geht ja keiner hin und stellt sich da mehrere Stunden oder sowas irgendwo hin. Und dafür war natürlich hier unten diese Schraube. Du konntest diesen Windmesser irgendwo befestigen und konntest dann über einen Zeitraum, den du vorgegeben hast, halt gucken, wie viel Wind ist da durchgegangen. Und dafür sind dann halt diese einzelnen Skalen. Die zeigen dir dann an, waren es jetzt 10.000 Meter, waren es 100.000 Meter. Und das sieht man sehr schön an diesen Nullstellen, die du hier hast. Und dann musste man natürlich für diese Meter, musstest du eine Umrechnungstabelle haben, um dann letztendlich die Windstärkung in km/h oder halt im Beaufort umrechnen zu können. Mhm. Aber solche alten Messinstrumente sind natürlich sehr beliebt. Dann hat man hier nochmal eine Seriennummer. Über die Seriennummer wäre es sicherlich möglich, über das Firmenarchiv herauszubekommen, wann genau dieser Windmesser produziert wurde. Was auch gleich auffällt, ist, dass man damals sehr viel Augenmerk auf Wertigkeit gelegt hat. Ne? Also heutzutage kriegst du sowas auch als Kunststoff gekauft. Ne? Und das hier ist schon, das ist ein Messinggehäuse, das ist teilweise schwarz lackiert. Ich sag mal, die Lünette, bei der Uhr wird sie Lünette heißen. Die ist halt wunderschön in Messing gehalten. Und dann muss man halt immer gucken, ob jetzt zum Beispiel von den Schalenkreuzschalen eine kaputt ist. Aber das sieht hier alles recht, recht ordentlich aus. Und jetzt komme ich auch gleich direkt aufs Alter. Ich denke, dass dieser Windmesser irgendwo um 1910 oder sowas entstanden ist. 1910, vielleicht sogar noch ein bisschen später. Der wurde nämlich über einen längeren Zeitraum gebaut. Wir können uns nicht hier drauf verlassen. Nee. Nein, das ist ganz einfach so. Die haben das über Jahre hinweg haben die das so gebaut. Aber ich schätze mal, da würde ich es irgendwo so eingrenzen, das Ganze. Ja, toll. Ganz tolles Gerät. Mein Lieber, du musst aber wissen, wie sowas gehandelt wird. Was hättest du denn gerne dafür? Die 150 Euro vielleicht. Die 150 Euro. Ja.
Liegt Norman mit seiner Einschätzung richtig? Hier müssen wir natürlich jetzt auf den Zustand achten und der ist hier quasi hervorragend. Also ich würde das quasi mit einer 1 fast bezeichnen. Und wir haben den großen Vorteil, dass wir diese Original-Transportbox mit dabei haben. Von daher liegt mein Preis ja auch zwischen 120 und 160 Euro in dem Zustand. Also jetzt ganz ehrlich, ich hätte gedacht, das Ding, der kostet 1500 Euro oder was, weil es so schick aussieht. Ja, aber so kann man sich vertun. Andere Dinge, wo du denkst, die sind nichts wert, sind wahnsinnig teuer. Und das finde ich so edel, aber okay. Ihr Lieben. Dankeschön. Ich bereue wieder mal, dass wir zu wenig Zeit haben. Da geht's in den Händen. Tschüss jetzt. Viel Erfolg euch. Dankeschön. Tschüssi. Ciao, ciao. Wir sind beide nicht so die großen Händler-Genies. Wir müssen ein bisschen zusammenarbeiten. Ja, wohl feilschen kann ich eigentlich ganz gut. Also, es ist immer ein Hin und Her. Wir ergänzen uns ganz gut. Ja. Das sind doch gute Voraussetzungen, um vor die Händler zu treten. Ob sie im Verkaufsraum mindestens 150 Euro erzielen? Guten Tag. Hallo, hallo. Grüß Gott, mein Dank. Ja, ein sehr skurriles Objekt. Eine mobile Windmesser? Ja. Ja. Sehr schön. Wie alt? Circa 110 Jahre. Okay. 110 Jahre, von 1910. Ja. Wie kommst du daran? Ich habe ihn bekommen als Tauschobjekt für einen Lilienthal-Gleiter. Als Anzahlung? Als Anzahlung. Für einen was? Ich baue Lilienthal-Gleiter noch. Historische Flugapparate. Ah, 1:1. Otto Lilienthal. Ah, okay. Jetzt habe ich verstanden. Okay. Ja. Und das Gerät war jetzt in einem Flugzeug, in so einem Gleiter eingebaut oder war das einfach auf dem Boot? Nein, wenn Sie mit einem Lilienthal-Gleiter fliegen wollen, brauchen Sie Wind. Ja, klar. Und wir brauchen eine gewisse Windgeschwindigkeit, dass Sie abheben können. Ja. Und wir wollten feststellen, wie stark der Wind ist. Und das ist in Deutschland ein bisschen schwierig. Man braucht den richtigen Hang, man braucht die Windgeschwindigkeit und man braucht einen mutigen Piloten. Ja. Was kann man mit dem Ding alles ab? Da sind jede Menge Skalen drauf. Ja, man kann die Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde abmessen. Ja, klar. Und die anderen 5 Skalen sind beispiel, das ist alles 10:1 untersetzt. Also es ist ein richtiges, kompliziertes Rädergetriebe drin, okay, im Gehäuse. Und messen tut er bis zu 10.000 Kilometer Windstrecke. Wow. Okay. Cool. Das ist cool. Ja, ich finde, es sieht super aus und die Schatulle ist auch noch dabei. Deswegen biete ich Ihnen 100 Euro als Start. 120, 150, 160. Roman, was war das? 170, 180, 90, 200 Euro, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ich glaube, es war eine gute Idee, dass Sie zu uns gekommen sind. Ja. Sind einige interessiert hier. Wo bist du? 70. 80. 90. Ach Gott, Mann. Geht Christian noch drüber? Kann ich wieder Boot nehmen. Ja. Was halten Sie von den 290 Euro vom Roman? Ja, könnte man vielleicht eine volle Summe machen. Ja, dann machen wir die Summe noch rund. 300 Euro vom Roman. Wow. Okay? Super, danke. Da freue ich mich. Wir freuen uns auch. Sie kommen nicht von da? Nein, Amberg, Oberpfalz, zwischen Regensburg und Nürnberg. Ja, kenne ich gut. 100, 200, 300. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Freue ich mich. Wir freuen uns auch. Dankeschön. Bitteschön. Süß. Alles Liebe, gute Rückreise. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Hat uns sehr gefreut, hat viel Spaß gemacht. Danke. Danke. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Ja, guck mal, Roman. Das ist, cool, ist wirklich echt hübsch, das Teil. Ja. Ein wunderschönes Teil. Mhm. Total. Ja. Also es war deutlich über die Expertise. Da sind wir sehr überrascht. Wir haben nicht damit gerechnet. Nee. Und wir freuen uns riesig über diesen Geldbetrag.